So, Häschen, Emil, ist am Donnerstag 3 Wochen alt geworden und der kriegt jetzt seine Flasche. Der hat gestern schon 15 Milliliter getrunken abends. Hier sind genau 15 Milliliter drin. Und Häschen wird eingepackt im Handtuch, weil der sonst kratzt und krabbelt und sich einfach nicht auf sein Fläschchen konzentriert. So, und jetzt trinkt Häschen schon ganz alleine. Das Fläschchen hält man immer im 45-Grad-Winkel, weil die kleinen Säugetiere, die liegen ähnlich wie das Fläschchen jetzt und auf keinen Fall höher. Aber ich zeige euch nachher noch, wie man es nicht macht. Ich habe im Internet geguckt und wollte mal recherchieren, um Vergleiche zu finden, wie andere Hasenbabys aufwachsen, wie andere Hasenbabys trinken, wie viel die trinken. Und habe aber im Internet wirklich nur Scheiße gefunden, auf Deutsch gesagt. Ich habe Dinge gesehen, die werden mich noch mein ganzes Leben begleiten, weil es einfach absolut verantwortungslos ist. Da wird irgendwie Fläschchen gegeben, irgendwelche Milch gekauft. Wir benutzen grundsätzlich für unsere Säuglinge, ob das jetzt Hasen, Katzen oder Hunde sind, die wir hier schon massenhaft großgezogen sind, Royal Canin. Und wenn ihr zu geizig seid, Royal Canin zu kaufen und ein Billigprodukt nehmt, dann hat das Baby einfach nicht genügend Nährstoffe, die es braucht, um groß zu werden und sein Immunsystem zu stärken. Und ich empfehle auch immer ein Fläschchen, keine Spritze, weil Fläschchen ist Fläschchen. Und mit der Spritze kann man es überhaupt gar nicht richtig dosieren. Man hat schnell Milch in der Nase und viel zu schnell draufgedrückt, sodass es alles in die Lunge geht und dann stirbt euer Häschen ganz einfach an Lungenentzündung. So, und nicht jedes Häschen oder jedes Säugetier ist jetzt so lieb wie der Emil. So, der trinkt jetzt auch schon ganz alleine, aber er merkt auch, so, wenn ich mein Handtuch nicht habe, dann kann ich ja wieder zappeln. So, also geht er jetzt in sein Handtuch und trinkt weiter. Und ich habe dann ein Video gesehen, Hasenaufzucht. Richtig gemacht. Mensch, dachte ich, ganz toll. Da hält eine Frau ein Hasenbaby auf der Hand und zeigt es ihrem Hund. Aber mehr war dann auch nicht zu sehen. Hey, wir gehen auch nicht raus mit Emil und zeigen es dem Rudel draußen. Oder eine Hasenmama geht auch nicht in den Wald und zeigt das dem Fuchs. So. Also das sind Dinge. Dann abgepackte, abgeschwackte Handtücher, dreckige Fingernägel und dreckige Finger. Also die Finger sollten vorher gewaschen werden. Es soll Ruhe sein, kein Lärm sein. Man arbeitet steril mit Säuglingen, auch mit Babysäuglingen. Hygiene ist ganz wichtig. Man hat saubere Finger, man hat ein sauberes Handtuch, man hat immer ein ausgekochtes Fläschchen vorher, das man ausspült. Das sind alles Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn ihr ein kleines Baby auf ziehen wollt. Denn auch kalte Milch ist Kacke. Die sollte eine Temperatur haben von 38 Grad. Die Mischung ist auch ganz wichtig. Nicht zu viel Milch, weil es sonst Verdauungsprobleme gibt. Also bei dem Hasenbaby machen wir jetzt 3 Teile Wasser, ein Teil Milchpulver von natürlich Royal Canin, weil es ist einfach das Beste, auch wenn es teuer ist und wenn ihr einfach zu geizig seid, gute Milch zu kaufen, dann lasst es einfach sein. Und wenn ihr einfach überfordert seid damit, so ein Häschen braucht alle 6 Stunden die Flasche, das heißt morgens um 6, mittags um 12, nachmittags 18 Uhr und nachts nochmal um 24 Uhr. Wenn euch das alles zu viel ist, dann lasst es einfach sein. Bringt euer Häschen, was ihr gefunden habt oder in Not ist, zum Tierschutzverein, die kümmern sich, die haben Ahnung, aber experimentiert dann nicht mit rum und wundert euch dann nicht, wenn Häschen stirbt. So, und dann habe ich noch jemanden gesehen, der hatte 5 Hasenbabys, der hatte den ersten gerade durch und beim zweiten muss die Flasche schon kalt gewesen sein. Dann hat er einen in der Hand gehabt, ach ja, der stirbt sowieso, den muss ich erlösen. Hey Leute, das ist keine Einstellung. Man gibt alles für ein Kaninchenbaby und wenn man meint, da ist einer zu schwach, dann kümmert man sich besonders, aber man legt ihn nicht auf Seite und sagt, der stirbt sowieso, das geht gar nicht. Also Emil hatte ja auch ein Schwesterchen, das war die Kofi, die war wirklich schwach. Wir haben die auch versucht, mit dem Fläschchen großzuziehen, aber die ist am Abend noch nach der ersten Mahlzeit ist die gestorben. Dafür lebt Emil noch und
der wächst und gedeiht und ihr seht, der trinkt an einem Stück. Und ich zeige euch gleich auch noch mein Trinktagebuch. Ich habe ein Tagebuch angelegt. Ich habe auch da im Internet nichts gefunden, wie viel die trinken und welche Mengen erstmal wichtig sind. Grundsätzlich nimmt man ein kleines Fläschchen, guckt dann selber, wenn er 6 Milliliter trinkt, dann macht man nur 10 Milliliter fertig. Der Rest wird weggeworfen. Man nimmt auch kein Leitungswasser. Wir nehmen Kanisterwasser, das ist steril. Da sind keine Bakterien drin und so hat Häschen auch immer denselben Geschmack. Und das ist vor allen Dingen wichtig, dass die Mischung stimmt und immer gleiches Wasser genommen wird. So, und jetzt ist Häschen schon gleich fertig. Und hat die Flasche fast leer geputzt. Das sind so Sachen, die ich halt im Internet gefunden habe, nicht gut fand. Und ich dachte, jetzt mache ich selber, jetzt helfe ich Leuten, die wirklich um Rat suchen. Denn den habe ich auch gesucht, und um halt eben Vergleiche zu finden für unser Häschen, um auch nichts falsch zu machen. Man lernt nie aus. Man wird wirklich alt wie eine Kuh, lernt immer dazu. Und Hasenbabys ist auch zum ersten Mal, dass wir ein Hasenbaby haben. Wir haben sonst nur Katzenbabys. Und ja.